Hallo, nun eine Lichtgeschwindigkeit, ein Kurzkommentar zu Tom Strohschneider, Co-Chefredakteur mit 38 Jahren jetzt des Neuen Deutschlands, und ich möchte das Neue Deutschland heute mal besonders hervorheben, aber zunächst einfach nur als Vorschuss Lorbeer für Tom Strohschneider und das Neue Deutschland. Viel Glück bei der zukünftigen Arbeit, Chefredakteur einer wichtigen deutschen Zeitung. Wir haben große Aufgaben, viel zu tun, und die Kommunikation besteht ja nicht im Befehlston, dass die Leute den Nürnberger Trichter in ihren Kopf tun und dann das nötige Informationswissen und Urteilswissen aufnehmen, sondern das ist eine große Kunst, und das Neue Deutschland ist ein wichtiger Teil unserer deutschen Kommunikationslandschaft. Eines Tages haben er eine Kurve nicht erwischt. Gehört ja nicht der Degenhardt-Generation an, das darf man immer wieder mal erinnern. Tonio Schiavo werde ich demnächst mal vortragen. Also gut, heute ist der zweite Tag des neuen Chefredakteurs, der bisherige und weiterhin Jürgen Rehns aus Niedersachsen, würde ich sagen, Bremen, Niedersachsen, hat seine Arbeit in den letzten Jahren für das Neue Deutschland sehr gut gemacht. Ich finde tatsächlich, dass der Verdacht, das Neue Deutschland ist die DDR-Zeitung oder ist die SED-Zeitung oder so, der ist zumindest, wenn man ihn nicht qualifiziert, völlig sinnlos. Das Neue Deutschland ist eine richtig moderne, gute Vollzeitung mit Weltlage, mit Regionallage, mit Kulturteil, mit allem Kram. Und das Beste am Neuen Deutschland im Vergleich zu den anderen Zeitungen, also zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, schreiben wirklich die besten Autoren. Die können alle Deutsch schreiben. Jetzt jenseits jeder ideologischen Zuordnung oder Verurteilung, die können gut schreiben. Hier sind manchmal Schriftsteller dabei, die nicht ganz so hervorragend sind. Hier sind auch noch Altlasten. Ich denke immer an die Wirtschafts- und Finanzfachfrau der Honecker-Regierung, die hier immer mal wieder ihre etwas monopolbürokratie-kapitalistischen Fehlkommentare abgibt. Aber es ist ja egal, das Leben ist bunt, es lohnt sich auch immer wieder, um alte Irrtümer nachzudenken. Möchte ich hier jetzt heute mal sagen, anlässlich der aktuellen Lage, der Euro-Problematik hier der Freien Demokratischen Partei mit ihrem wunderbaren Bundeswehrsoldatenarzt Philipp Rösler, was haben wir denn zu meckern? Ja, wir haben natürlich was zu meckern, zum Beispiel sehr gut gefällt mir hier der Fehltrick von Heribert Prantl, das ist ja einer der bekanntesten deutschen Journalisten, Zeitungsjournalisten von der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl. Der hat hier eine alte Nummer abgegeben, nämlich er habe mit dem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Andreas Voskuhle, SPD muss man wissen, Heribert Prantl, ja auch beim SPD-Blatt tätig, irgendwie gemeinsam am Herd gestanden und gekocht, Zwiebeln gehackt oder irgendwas, aber das stimmt nicht, diese privaten Geschichten hat er sich erzählen lassen, und er hat hier irgendwie jetzt eine Rüge bekommen. Es ist so unwichtig, denn diese Geschichte von Heribert Prantl merkt man natürlich an anderen Dingen, die er gefühlsmäßig so drauf hat, durchaus auch. Aber worauf es ankommt, er ist eine Spitzenfeder, ein gut informierter, seriöser Journalist, und hier ist ihm jetzt mal eben was daneben gegangen. Gut, die Neue Deutschlandkritik von mir, die bezieht sich jetzt aber ganz konkret auf einige Sachen, vielleicht
ja, das will ich schon nochmal zeigen hier, diese Sarah Wagenknecht, die muss man im Grunde in Bikini auf Seite 1 abbilden, aber hier in so einem Krankenschwesterkostüm auf Seite 3, da würde doch ein Porträtfoto genügen. Das macht man bei Heribert Prantl ja auch nicht in Badehose und bei Herrn Rösler auch nicht und hier bei Frau Poddig auch nicht. Also diese Aufnuttung finde ich irgendwie, naja, also Herr Strohschneider, Sie merken schon, meine Kritik ist nicht wirklich gravierend. Viel besser ist zum Beispiel, dass hier sowas Urananreicherung blockiert in Gronau. Dieser Bericht hier unten, nur im Neuen Deutschland, habe ich in keiner anderen Zeitung gefunden. Auch in der Taz bisher nicht. Proteste gegen UAA Gronau erreichen neue Stufe. Atomkraftgegner ist es erstmals gelungen, die Zu- und Abfahrtswege der Urananreicherungsanlage in Gronau für 24 Stunden zu blockieren. Erstmals musste ein Urantransport zudem auf das Betriebsgelände zurückkehren. Gut, das ist wahrscheinlich Landfriedensbruch oder so, ich weiß es nicht, könnte sein. Ich möchte gerne etwas kritisieren hier am Neuen Deutschland von heute, folgendes. Herr Strohschneider, ich weiß nicht, ob Sie wissen, hier ist ein Foto von Dresden, nämlich Neustädter Markt. Das ist sozusagen die Altstadtseite um die Frauenkirche herum. Also, da ist die Frauenkirche, die man jetzt wieder aufgebaut hat, da in der Mitte. Und der Kommentar darunter sagt eben, dass das hier Neustädter Markt, Altstadt von Dresden, die im Krieg, ich lese das mal vor, Blick auf den Dresdner Neumarkt, Neumarkt, Neustädter Markt, Entschuldigung, ich habe es die ganze Zeit versprochen, ich kenne Dresden gut, ich habe dort gelebt, es war ein Versprecher, ich nehme es zurück. Und schiebe neu rein, Neumarkt, das ist die Rede vom Neumarkt und an der Wilsdrufer Straße und die Frauenkirche, Bildmitte. Der Neumarkt liegt auf einer leichten Terrainerhebung und gehört deswegen wohl zu den ältesten Siedlungsorten im Kern der Elbstadt. Ja, hauptsächlich um die Kreuzkirche, nämlich bei den Luftangriffen auf Dresden im Februar 1945 wurde die historische Bebauung des Areals weitgehend zerstört. Die historische Bebauung weitgehend zerstört. So, Herr Strohschneider. Dieses ist eine irreführende, falsche Angabe. Wenn dieses Bild hier abgebildet wird, dann kann man auf dem Bild, man muss es nur seriös machen, die neuen Gebäude sehen. Und da, wo jetzt neue Gebäude sind, da sind die Schäden gewesen des Bombardements Dresdens, wo die neuen Gebäude sind. Also da, wo jetzt das komische Polizeipräsidium war und so weiter, der Kulturpalast, der hier unten ist eine Ecke vom Kulturpalast, Wilsdrufer Straße. Alles, was hier an der Brühlschen Terrasse, am sogenannten, gegenüber dem Königsufer, also die Europas Balkon sozusagen, diese Gebäude haben alle gestanden. Die Kunstakademie hat gestanden, dass die Septuagenitur, das Ständehaus von Paul Wallow hat gestanden, die Hofkirche, die dann kommt, die Semperoper, der Zwinger, das hat alles gestanden. Das heißt, das Bombardement hat die ganze historische Edelgeschichte hier am Ufer der Elbe verschont. Das ist ein wesentliches Merkmal und selbst die Frauenkirche ist nicht bombardiert worden. Sie ist von den Bränden hier, von der Hitze eingebrochen. Sie ist erst einen Tag nach dem Bombardement zusammengestürzt von der Hitze. Es geht hier nur darum, dass der Mythos des zerbombten Dresdens, der größten deutschen Flächenstadt, ist verglichen mit dem Bombardement anderer Städte, wie beispielsweise Köln, wo ich hier bin, an den nur zwei Tagen und noch zwei kleinen Einzelattacken im Herbst des Jahres 1944, also 13. und 15. Februar 1945 Bombardement auf Dresden. Das ist vergleichsweise mit Pforzheim, mit Hannover, mit Hamburg und so, wo die Leute 4 Jahre lang
dauernd in die Bombenkeller mussten, Bombenalarm hatten, Fliegerangriffe. Köln ist vollkommen platt gewesen. Dagegen ist dieser Streifen von Dresden vom Bahnhof etwa 4,5 Kilometer lang und 1,5 Kilometer breit unter Verschonung der historischen Gebäude ist einfach eine Fehldarstellung. Das ist der DDR-Mythos des zerbombten Dresden. Der wird hier im neuen Deutschland heute fortgesetzt. Das finde ich wirklich gravierend. Das ist nämlich zum Thema Geschichte und Wahrheit zu sagen, wenn man sagt, Geschichte ohne Wahrheit ist wie ein Gesicht ohne Augen, einerseits. Und andererseits sagt dann jemand, wieso? Jeder Mensch hat doch seine subjektive Wahrheit. Dann muss man sich klar machen, dass eben im Sinne von subjektiver Wahrheit, subjektive Geschichte, dass genau das nicht geht. Egal wie subjektiv jemand etwas sieht. Er muss sich zu Immanuel Kants kritischer Urteilskraft aufschwingen, nämlich ein Gesicht mit Augen. Und ein Gesicht mit Augen sieht schließlich nicht nur das, was einer sieht, sondern auch, ob die anderen das auch sehen. Und die Tatsache des Bombardements in Dresden, am Beispiel dieses Fotos, kann ich nur sagen, hingehen, gucken, was sind neue Gebäude, was sind alte Gebäude. Und dass die DDR beispielsweise die gesamte Wilsdorfer Straße weggehauen hat und hat dort eine Karl-Marx-Allee hingehauen, so wie wir sie in Magdeburg und in Berlin und überall haben, diese Schneisen, diese Aufmarschgeräte, die Verbauung des Altmarks in Dresden, das sind alles stadtplanerische Entscheidungen oder man kann sagen historisch, stadtentwicklungsmäßig in Dresden, grobe Bausünden, die quer in den Wegstellung vom Kulturpalast in Dresden, den man als Zweckgebäude bis heute braucht, kann man nicht einfach weghauen. Aber dass die gesamte Stadtfunktion über die Augustusbrücke zum Neustädter Markt, in die Hauptstraße hinein, bis zum Schwarzen Kreisel, Albertplatz, alles die Funktion der Stadt Dresden an der Elbe und an den Hauptachsen, dass das alles zerschlagen worden ist von der DDR-Architektur, das wäre hier dann, wenn man schon so ein Thema aufgreift, Anlass für das neue Deutschland. Und das fehlt hier, es wird falsch dargestellt. Und ich habe noch eine zweite Geschichte, die ich auch ebenfalls nicht so richtig staatstragend fand. Das ist aber auch nicht so wirklich wichtig. Also mit anderen Worten, ich werde das neue Deutschland in Zukunft ernsthaft berücksichtigen, freue mich auf jede Ausgabe und viel Glück, Tom Strohschneider, Jürgen Rehns und alle hier nicht genannten vom Neuen Deutschland, die für die guten Texte und für die besonders guten Überschriften verantwortlich sind. So, Dankeschön.